Wir machen einmal lachen, sind 10 Euro. Also zwei Subs. Einmal lachen, zwei Subs, okay? Extreme Versuche nicht zu lachen Challenge. Ich schaffe es. Einmal lachen, 10 Euro verlieren. Auf das größte Leid, was ein Italiener je erfahren kann. Spaghetti. Nein. Wie die Eltern wohl reagieren werden. Ich würde mir nur ein Backkammelwehr machen. Wir haben kein Backpapier mehr. Deswegen ich mach das auch immer so. Aber da ist Käse drin, dumm. Die sind alle leer. Das schmilzt. Was ist das? Wo kriegt man die Dinge her? Juicy Chicken Pots. Steht ihm aber. Warum hat sie auch die Fensterscheibe unten? Wenn ich die sauber. Erste Aufgabe im Test lese. Der Bruder wurde schlafen gelegt. Wenn dein Freund dir unbedingt was zeigen will. Wenn in der Matheaufgabe nur 0,5 Beeren rauskommen. Wenn die Schule eine Party organisiert. Yesterday was crazy. Yesterday? Der Bruder hat das wirklich gut gespielt. Take $5. Warum ist eine Dusche in der Klasse? Warum ist da überhaupt eine Dusche in der Klasse? Warum sind da Aquarien drauf? Warum sind da Aquarien drauf? Wenn man nicht weiß... Okay, das war lustig. Wenn man nicht weiß, wie man jemanden begrüßen soll. Weiß, wie man jemanden begrüßen soll. Oh. Aha. Die Katze weiß, wie man trinkt. Katzen können wirklich nichts dagegen machen. Katzen können wirklich nichts dagegen machen. Er wird immer aggressiver. Klausi ist mal wieder nicht ausgelastet. Mal wieder bei dem Klausi. Immer wieder nicht ausgelastet. Dance Moves, Klausi, komm. Sein erstes Haustier war ein Dinosaurier. Der Bree schuldet Jesus noch. Zählt das als Lachen? Das zählt nicht. Ich habe nicht richtig gelacht. Es war Kichern. Ja, doch, safe. Ja, doch. Okay, okay, ja. Okay, es zählt. Es ist 10 Euro. Oh, hier. Bro, was ist der? Ein Schwamm? Die Leute, bevor die J-Dex erfunden wurden. Sie, ich oder der Hund. Ich. Das ist cool, das ist nicht lustig, das ist cool. Wie ich beim Duschen aussehe. Was ist das nochmal? Active Conan. Ist jedes Mal so. Wenn ich verletzt bin oder mir was gebrochen habe. Wenn ich erkältet bin.
Das war Jem. Aber was macht Jem da? Nehmt alle eure Gedanken zusammen. Alle eure Gedanken zusammen. Der Avatar. Das ist der Avatar. Der Avatar! Wenn sich dein Hamster endlich integriert. Kann man die Ratte auch essen, oder? Der Bruder hat zu viel gesehen. It's his first day in our family, bro. He saw too much. Wenn du dein Homie bei der Arbeit siehst. I wish every Walmart employee talked like this. Dude, you're out of bananas. You gotta restock, bro. I'm gonna call your manager. Actually, that's not my job. It's a dude's job who's literally taking a shit right now. Wow. Ich kann kein Englisch. Wenn Mama wieder was Gutes kocht. Wenn man sein neues Handy auspackt. Oh, das ist das Geilste. Oh. Er fliegt gleich weg mit diesen Nasenflügeln. Dumm, er hat sein Handy kaputt gemacht. Er fliegt gleich weg mit diesen Nasenflügeln. Meine Nasenflügel sind größer. Aber ich kann keine Geräusche damit machen. Funktioniert das aber nicht mit dem Topf. My mom banned me from home after this. Kleiner Prank an unseren Freund. Oh, hab vergessen. Bro, das war nicht mal lustig. Es ist, das war unnötig. Das war unnötig. Das war ein Mitleidslacher. Ich habe vergessen, dass wir in der Challenge sind. Oh mein Gott, der war nicht mal lustig. Das war so ein... Aus Mitleid. Der war aus Mitleid. Der Bruder musste... Ich habe nicht gelacht. Den Rucksack von seinem Sohn nehmen. Die nächste Halte, Salty Springs. Oh Mann, W-Opa! Er hat für seinen Sohn einen Fortnite-Rucksack gekauft und rockt den jetzt selbst. Ihn juckt das nicht, aber er hat sich... Er hätte auch einen schwarzen holen können, aber aus Liebe zu seinem Enkel Fortnite-Rucksack geworden. Ich hab Shaggy und Scooby getroffen. Scooby wird die Seele entzogen. Nah, New York, be back with another one. Oh, D. This is not real. Nico, what? Der Bruder kommt da nicht lebend raus. So thirsty. Bro, ambush me. Yo, free drink. What the? Bro, what are you doing? Wenn sie anders... Get out. Das ist wie bei dem Film Get Out. ...als auf dem Tinder-Profil aussieht. Yo. Der Bruder... Yo, war das noch eine Katze? Das war die Katze aus Chiros Reise ins Zauberland. Das war die hier. Bruder, wie riesig war die bitte? Ist das krass. Der macht umgedreht, die Psychologie. Leute, Allah, achtet nicht auf Küche, wir sind dreckig, aber
nachts Kellogg zu essen. Vor allem die hier. Ganz wild, Digga. Ganz wild, Mann. Das schmeckt so nice. Ich sag euch ehrlich. Das ist ein Traum gerade. Habt ihr dasselbe gerochen wie ich gerade? Verkacken. Dieser eine Kollege, wenn ihr gerade... Okay, der war gut. Der war gut, Digga. Die haben den Wasserheimer voll gemacht. Und daneben geworfen, ist das krass. Ist das krass, wie, kann er das wie nur verkacken? Schlecht. Dieser eine Kollege, wenn ihr Gras riecht. Er trinkt einfach 10 Liter Wasser an einem Tag. Bro, ich hatte auch immer so einen Kanister. Ich hatte auch immer so einen Kanister. Früher. Dann ist er kaputt gegangen, weil ich ihn geworfen habe. Versuche, Frauen zu beeindrucken. Die sind gefährlich, die sind gefährlich. Riesig. Geh weg, geh weg, geh weg. Anders Angst vor dir. Macht er ihm Angst gerade oder will er was mit ihm haben? Tutorial. Ist das, wenn man was mit einem anderen V starten? V, sag ich schon. Hat er ihm Angst gemacht oder wollte er sich gerade so präsentieren? Wie man einen Karpfen nicht freilässt. Stimmt irgendwas mit meinem neuen Handy nicht? Android. Oh, okay. Bro, hat mehrere Handys in einem, ist doch gut. Frauen sind einfach so beschissen im Basketball. First of all, she shoots the free throw, right? They're supposed to be getting the ball off the rebound and going the other way. She lays it up at the same basket she shot the free throw and missed. Then the same team that shot the free throw takes the ball out and hits it. 30, das heißt, das sind, wie viele Subs sind das? Hä? 7? Seit wann sind Subs so teuer? Waren Subs schon immer so teuer? Da sind sie, Chat. Subs mir selber gegiftet. Eigentlich sehr, sehr dumm, weil ich habe nur Geld verloren, aber 1400, über 1400 Subs. Einfach sich selber. Ich gebe mir einfach selber den Sub-Rekord. Hab dann kein Geld mehr, aber ich habe dann den Sub-Rekord. Für den Flag. Okay, wir gehen in die TikToks. Kenan Yildiz Meinung zu Arda Güler. Oh, ganze Welt dazu. Ich denke, es gibt keinen Kenan besser oder nicht. Arda Güler, Top-Spieler. Ich liebe ihn. Sehr guter Freund, sehr guter Spieler. Warum ist Fortnite aber so laut? Fortnite war wichtiger als das Gespräch. Ja, deswegen. Wie ist er eigentlich so drauf? Sehr korrekter Junge, wirklich. Ja? Sehr ihr kennt euch ja selber von der, was war das? U17, ne? U17, ne? Ja. Genau, das ist mir erstmal von dem wirklich erzählt. Sehr, sehr guter Junge. Guck, wie die alle hinter dir stehen. Guck hier. Gut, gut, die verstehen sich, das ist wichtig. Das ist wichtig. Das war also wirklich kein Witz, dass Lamine ja mal im... Arda Güler hat einfach Mert gepostet, ha, bei seinem letzten Beitrag. Ah, hier. Mert for Rio Ferdinand. Geil. Mert Abi Baba Champions League. Im Hotelzimmer während der EM seine Hausaufgaben machen muss. Ich dachte, das sollte nur ein Meme sein und der wurde von der Schule erstmal freigestellt und muss dann den ganzen Unterricht irgendwann wieder nachholen. Aber nein, Bruder, der ist einfach im Hotelzimmer und macht hier wirklich seine Hausaufgaben. Was muss das aber bitte für ein Gefühl sein? Du spielst die EM. 3-0 haut die Kroatien weg. Du hast so eine butterweiche Flanke auf Carvajal. Der macht so ein schönes Tor. Und du musst dann einfach wieder ins Hotelzimmer und Hausaufgaben. Ah, Junge, der hat für dieses Bild so getan, als ob er Hausaufgaben macht, Junge. Ich drauf geschissen. Zu machen. Das ist irgendwie so surreal. Er ist einfach 16 Jahre alt und lebt einfach so ein Leben aktuell. Das war...
Er hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich glaube, ich will die gelöste auf. Er liest nur die Aufgabe! Er hat keine Lösung nicht, er liest gerade die Aufgabe! Oh mein Gott. Was? Was filmt der da? Er will noch näher rein! Er will noch näher rein! Oh, was in dem Spiel ist das aber? Haben die in Brasilien Chili darinnen? Ey, der arme Sohn unten. Brasilianos, Brasilianos. Nachbarn beschweren sich ständig. Ich weiß gar nicht, warum meine Nachbarn sich immer darüber beschweren, dass mein Staubsauger zu laut ist. Das war so ein Atomdings, oder? Gar nicht, warum meine Nachbarn. Und ist das ein Staubsauger oder ist das ein Setup? Warum hat er in der Toilette einen Gaming-PC? Ich weiß PC? Gar nicht, warum meine Nachbarn sich immer darüber beschweren, dass mein Staubsauger. Und dann kommt dort sein Gaming-Setup? Zu laut ist. Kann nicht sein. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber er kann immer direkt aufs Klo. Da kriegt auf dem Klo zocken eine ganz andere Bedeutung. Was hier passiert ist. Wir haben uns Takis für Ego bei einem Dönerladen gekauft. Die Türken, was haben die uns da verkauft? Boah, die haben da nicht vorher was rausgenommen. Ehrlich nicht, was hier passiert ist. Wir haben uns Takis für Ego bei... Warum heißt es... Hä? Erstens, woher weiß er, dass der Dönerladen von einem Türken war? Zweitens, als ob irgendwer da was rausgenommen hat und wieder zugeklebt hat. Das ist heftig, Bruder. Das ist, ich sag doch, neue Generation. Das ist die neue Generation. Ich nenne meinen Sohn Thomas und blondiere seine Haare, damit er hier normal aufwachsen kann. Hier das Fenster auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist tot, Chat. Er ist gestorben. Rest in Peace. Er ist gestorben. Gerade. Vor unseren Augen. Sowas darf man doch nicht posten, oder? Er ist tot, einfach. Moerf.ki. Das war's. Er wollte nur einen von einer Wespe wegrennen. Wer hätte gedacht, dass man daraufhin sterben kann? Und genau deswegen machen immer Eltern noch irgendetwas über die Couch. Obwohl man denkt, das ergibt keinen Sinn, aber jetzt ergibt das Sinn. Jetzt ergibt das Sinn. Deutschland wird brennen, falls Türkei die EM gewinnen sollte. Stellt euch mal Folgendes vor. Türkei gegen Deutschland? Halbfinale. Egal was passiert, nicht rausgehen danach. Egal was passiert. Egal wer gewinnt, man darf danach nicht auf die Straßen. Zu Hause. Das ist wie Purge. Das ist wie The Purge. Noch schlimmer. Finale Deutschland gegen Türkei. EM. The Purge danach. Es kommt ein Ton und ab dann ist 24 Stunden alles erlaubt. Nicht mal zu Hause sicher. Am besten, ihr braucht einen Bunker. Ihr müsst euch jetzt schon mal einen Bunker suchen. Ihr müsst vorsorgen, Chat. Am Ende heißt es, ich bin gestorben. Sucht euch einen Bunker, wo ihr euch verbarrikadieren könnt, wenn Türkei gegen Deutschland spielt, Finale oder Halbfinale. Genau dasselbe mit Albanien gegen Serbien. Verstecken. Versteckt euch. Oder bekennt euch einer Nation an und hofft einfach auf den Sieg. Ich gehöre zu euch. Lügen. Einfach lügen. Hilft auch manchmal. Guckt auf, wer ist bei eurer Stadt aktiver. Trikot holen schnell, zack, 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 lügen. Wenn ich rausgehe, ich sehe ganz, ganz viele Türken bei uns auf den Straßen und es wird gefährlich. Türkei-Trikot an. Ich gehe raus. Den Sivirum Chokis Günemabe Ben Kardeşim Esmes Ben Adamsen. Aber sehe ich ganz viele Deutschland-Trikot Deutschland fahren und so. Mein, ey, der Türken, ne? Können es wieder nicht wahrhaben, dass wir hier heute gewonnen haben. Unglaublich. Unglaublich, was ein Pack! Himmelarsch und Zwirn! So, anpassen. Und so überlebt ihr. Überlebenssinn, natürlicher Überlebenssinn. Ich habe ein Haus gekauft und der Käufer ist nach einer Woche vom Kauf zurückgetreten und ich erzähle euch jetzt warum. Ich will nicht urteilen und ich bin auch der allerletzte, der diese Rassistenkarte zieht, denn ich feiere das nicht, wenn man bei jeder Kleinigkeit sagt, das ist rassistisch.
Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das vorkommt. So, Step 1, ich habe das Haus besichtigt, es hat mir gefallen. Nächsten Tag hatten wir den Termin mit dem Immobilienmakler, mit dem Eigentümer und seiner Lebensgefährtin, um über das Haus zu sprechen. Wir haben anderthalb Stunden geredet, wir haben uns verstanden und wir sind zu einer Einigung gekommen, haben einen Handschlag draufgegeben. Er hat mir noch 10 Minuten eine Predigt gehalten, wie wichtig ein Handschlag ist und dass alles dingfest ist. Daraufhin hat der Immobilienmakler gesagt, so, wir brauchen jetzt das Geld auf dem Konto, damit wir nachweisen können, dass du zahlungsfähig bist. Also habe ich natürlich die Gelder bewegt und viel in Bewegung gesetzt, damit das passiert. Ich habe voller Freude meine Frau und den Kindern erzählt, dass wir jetzt wahrscheinlich in ein neues Haus ziehen und wir das gar nicht glauben können. Vier Tage später ruft mich der Immobilienmakler an und sagt, hey Abu, die Eigentümer möchten doch nicht an dich verkaufen. Bei mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich sagte, warum? Was ist der Grund? Er sagte, der Eigentümer hatte im Internet gelesen, dass da ein paar Negativkommentare über dich waren. Hä? Der Makler hat mir gesagt... Negativkommentare zu Abu? Dachte, Vape, das ist keine Vape, das ist mein Getränkebecher. Ice Drop Getränkebecher, das ist normal. Bei den größeren. Klar hat mir gesagt. Ja, ja, nee, ist Vape. Geil, Leute, ist Vape, ne? Sagt, ich habe auch schon versucht, mit denen zu reden, aber die lassen nicht mit sich reden. Die bestehen darauf, das dir nicht zu verkaufen, weil diese Kommentare im Internet sind. Ich wusste nicht, was. Was denn für Kommentare? Was, wer sagt denn was gegen Abu? Gegen Abu hat doch noch nie irgendwer was gesagt, oder? Was ich machen soll und dachte einfach, ich appelliere an die Menschlichkeit und bin nächsten Tag selber hingefahren, um mit denen zu sprechen. So, ich bin hin, habe geklingelt, stand vor der Tür, er hat aufgemacht, also oh, ich dachte, sie wären die Altenpflegerin. Und dann habe ich gesagt, können Sie mich vielleicht eine Minute anhören? Und er hat gesagt, okay. Wir haben uns hingesetzt und haben 2 Stunden geredet. In diesen 2 Stunden wurde ich noch nie in meinem Leben so denunziert wie da. Wir hatten ja das Vorgespräch schon miteinander geredet. Dann kamen Fragen wie, ja, ist Ihre Frau auch wirklich deutsch oder haben Sie uns angelogen? Und hat Ihre Frau dann auch 10 Geschwister, wie Sie 10 Geschwister haben? Haben Ihre Geschwister dann auch nochmal Kinder? Dann laufen ja bald 50 Leute von Ihrer Sorte hier rum. Von Ihrer Sorte? Als wäre er so Eis oder so, Erdbeergeschmack. Da freuen sich ja die Nachbarn. Und ich habe so nett, wie es geht, versucht zu bleiben. Ich habe dann erwidert, ja, ist doch schön, eine große Familie, wir sind hier aufgewachsen. Ich habe wirklich so nett und demütig, wie es nur geht, versucht zu reden mit denen. Weil es sind ältere Leute und ich will nicht respektlos sein. Dann haben die mir die Kommentare gezeigt, um die es ging. Kommentare wie, ja, Abu unsympathisch oder ja, Abu zwei Gesichter. Also irgendwelche TikTok-Kommentare oder was? Ich kaufe dem gar nichts ab. Oder Abu, der Moslem, der respektiert eh keine anderen Religionen. So Meinungen von irgendwelchen Leuten. Von 300 Kommentaren waren da 6 oder 7 Kommentare, die mir gezeigt haben, worum es geht. Dann sagt die Frau mir, sie respektieren doch eh keine anderen Religionen. Sie haben doch hier dieses Gebetsmal. Ich sag, mein Bruder ist Christ. Mein Bruder heißt Michael und ist Christ. Wie können Sie sowas von mir behaupten? Nee, behaupte ich ja nicht, aber das steht so im Internet. Ich sage, okay, dann tun Sie mir bitte den Gefallen und unterstellen Sie mir das nicht. Sie sagt, doch, solange es da steht, stimmt es ja. Ich habe so... Hä? Also könnte er über Sie auch irgendwas ins Internet schreiben und das wird stimmen? Er könnte schreiben, bla 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 ist eine Ho und dann ist es automatisch eine Ho? Nett, wie es geht, versucht mit denen zu reden. Der Mann hat die Dame schon oft unterbrochen, weil sie ihm gesagt hat, lass ihn doch mal reden, lass ihn doch mal reden. Sie hat mich nicht reden lassen. Sie hat mir ständig vorgeworfen, was für ein schlimmer Mensch ich bin und dass ich ein ganz böser Mensch bin, wegen 6 Kommentaren, die sie im Internet gelesen hat. Ich sagte zu ihr, ich kann nicht alles löschen, was im Internet steht. Und ich kann nicht von jedem die Meinung ändern, die Menschen über mich haben. Und dann sagte sie, warum ist Asien ja, weil das stimmt, wie es dort gesagt wird über sie. Eine Sache hat mich richtig traurig gemacht. Sie sagte nämlich, ja und wieso darf ihre Frau nicht mitkommen zur Hausbesichtigung? Ich sagte zu ihr, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich habe 5 Kinder und ich wollte nicht Sie belästigen, mit meinen 5 Kindern umherzukommen und dass Sie hier dann Ihnen auf der Nase rumtanzen. Ich dachte erstmal, komme ich alleine. Und dann sagte sie zu mir, nee, wenn mein Mann mir ein Haus angaukeln würde, wovon ich keine Ahnung hätte und was ich nie gesehen habe, dann würde ich den sofort verlassen. Ich sag, Bro, what? Hä? Ich sag, wir haben doch einen Termin gemacht, dass ich mit meiner Frau und den Kindern mal vorbeikomme, um das Haus anzugucken. Aber ich dachte, erste Besichtigung, ich will euch nicht direkt überrumpeln mit den 5 Kindern. Sie wollte es nicht verstehen und hat darauf bestanden, dass meine Frau nicht mitkommen darf, weil ich sie nicht lasse. Wir haben 2 Stunden dort geredet und es sind noch mehr Sachen gefallen. Als letztes habe ich, mein letzter Satz war an denen, ich appelliere an ihre Menschlichkeit und hoffe darauf, dass sie auf den Handschlag noch Wert geben, den wir gemacht haben und dass ich dieses Haus trotzdem kaufen darf. Ich würde an Abo Stelle gar nicht, obwohl kaufen ist ja was anderes. Dann bin ich gegangen
Und das war das Letzte, was ich bis jetzt von denen gehört habe. Diesem Land mein ganzes Leben. Und ich bin der Letzte, der bei irgendeiner Sache die Rassismuskarte zieht. Denn das, was ich nicht cool finde, wenn die Leute nicht stolz auf ihr Land sind. Ich bin mit Deutschen aufgewachsen, die sich getraut haben, ihre Deutschlandflagge zu heben, was ihr Recht zu 100% ist. Wenn ich Deutscher wäre, wird an jeder einzelnen meiner Wand eine Deutschlandflagge hängen. Ja! Ich bin mit sehr vielen stabilen Deutschen aufgewachsen. Wir haben uns gegenseitig nicht fertig gemacht. Klar hat man immer seine eigenen Witze in der Freundeskreis gehabt, aber wir haben uns respektiert und geschätzt. Naja, auf jeden Fall würde mich gerne eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Wir sind auf jeden Fall sehr traurig darüber, aber es steht alles geschrieben und traurig. Das ist alles Schicksal. Traurig, Chat. Traurig, really talk, traurig. Ich sag, die Stimmung in Deutschland ist angespannt. Die Stimmung in Deutschland ist angespannt. Wir brauchen alle einen Plan B. Plan B. Plan B. Mein Plan B, Chat. Gib mir einen Plan B, Chat. Plan B. Das hier war meine ehrliche Überlegung für Plan B. Guck hier, richtig geil. Ich kann nach Deutschland. Ich kann Neapel-Spiel aufgucken. Ich kann Istanbul, Spanien, Frankreich. Und das ist so eine geile Insel einfach. Und Steuern sind gut dort. Aber Malta ist klein. Große Mafia dort. Bruder, ich bin doch eh immer zu Hause. Als ob irgendwer sagt, gib mir Geld. Und wenn, dann verpisse ich mich wieder. Aber Wetter ist es? In Malta? Was? Wie soll das Wetter da Arsch sein, Bruder? Das ist auf Nordafrika-Höhe.